Für die EFD, Herr Blum, Sie haben 2 Minuten. Alles klar, Herr Kommissar, Herr Präsident. Ich erhebe mich mal wieder und ich fürchte, ich setze zur gleichen Rede an, die ich schon seit einigen Jahren halte. Und zwar ist es meine Meinung, dass Sie nicht wirklich verstehen, wie das Bankwesen funktioniert. Alle Banken sind pleite. Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, sie sind alle pleite. Und warum sind sie pleite? Das ist keine höhere Gewalt, kein Tsunami. Sie sind pleite, weil wir ein Mindestreservebankwesen haben, was bedeutet, dass Banken Geld verleihen können, das sie gar nicht haben. Das ist ein krimineller Skandal und es läuft schon viel zu lange. Zusätzlich zu diesem Problem haben wir noch das erhebliche moralische Fehlverhalten der politischen Klasse. Viele unserer Probleme haben ihren Ursprung in der Politik und in den Zentralbanken, die Teil des gleichen politischen Systems sind. Wir haben es mit Falschmünzerei zu tun, die manchmal auch Counter-Devising genannt wird, aber es ist tatsächlich Geldfälschung. Es wird künstlich Geld gedruckt, ein Akt, für den jede normale Person für eine sehr lange Zeit ins Gefängnis gehen würde. Aber Regierungen und Zentralbanken machen das permanent. Die Zentralbanken unterdrücken die Zinssätze und daher haben wir nicht die echten Kosten des Geldes. Und trotzdem hacken wir auf den Geschäftsbanken wegen des LIBOR-Skandals rum. Diese Unverschämtheit ist wirklich erstaunlich. Es sind die Zentralbanken. Die Zentralbanken manipulieren Zinssätze, Herr Kommissar. Dann sprechen wir noch so ungezwungen über Einlagensicherungen. Wenn Banken also pleite gehen aufgrund ihrer Inkompetenz und ihrer Machenschaften, dann haftet der Steuerzahler. Man stiehlt das Geld der Steuerzahler. Solange wir nicht damit anfangen, Banker und Politiker für diese Verbrechen ins Gefängnis zu stecken, wird es genauso weitergehen. Grazie per il gruppo.